Hey, hier ist Philipp. Willkommen bei Fulfillment. Du möchtest dein Leben ändern und suchst nach möglichen Wegen zum Glück? Ich garantiere dir neue Ideen. Eine Freundin hat mir empfohlen, mich mit dem Thema Alleine sein zu beschäftigen. Das ist in der Tat ein sehr zentrales Thema bei vielen in unserem Leben. Wir alle kennen das Problem, wenn wir nicht alleine sein können. Ich meine, kennst du das auch? Gescheiterte Beziehung. Und das Erste, was man tut, oder beziehungsweise was man möchte, nachdem man sich ausgeheult hat, nachdem man sich fertig gemacht hat, ist das Erste, was man tun möchte, Party. Rausgehen, so vielleicht nach ein, zwei Wochen. Also ich glaube, das unterscheidet sich individuell. Aber nach einer gewissen Zeit will man rausgehen, man will Party machen, man möchte feiern, sich andere Leute treffen, sich betrinken, andere, wenn es jetzt Männer sind, andere Frauen treffen andere Männer, One-Night-Stands und dieser ganze Scheiß. Das ist wirklich ein Haufen Bullshit, was wir da machen, sehr oft. Alles nur, weil wir Angst haben, allein zu sein, allein mit unseren Gedanken. So kurz nach einer Beziehung ist es auch sehr schwer, aber es ist unbedingt notwendig, dass man das tut. Und der einzige Grund, wieso wir das nicht tun, ist, dass das Ego, also unser Konstrukt, das bin ich und so bin ich und so funktioniere ich, das Ego verändert sich nicht gerne. Und wenn man jetzt von einem Partner verlassen wurde, nehmen wir mal an, man wurde jetzt verlassen aus einem bestimmten Grund und dieser Grund liegt in einem selbst, Charakterschwächen, was auch immer. Das ist erstmal eine Erschütterung für das Ego. Es verändert sich sehr krass etwas im Leben und man fühlt sich erstmal erschüttert. Und was man dann tun sollte, das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen, dass man etwas ändern sollte, dass man sich hinsetzen sollte, dass man sich mit seinen Gedanken beschäftigen sollte, reflektieren, woran könnte es gelegen haben und diese Gedanken dann, diese Verbesserungsvorschläge auch in die Tat umsetzt. Und dann Veränderung damit einbringt. Aber Veränderung ist der größte Gegner vom Ego. Das Ego mag keine Veränderungen. Deswegen tut es alles, damit wir uns nicht verändern. Und die beste Möglichkeit ist es, abzulenken. Party, Reizüberflutung, Alkohol, Probleme versuchen zu ertränken, zu versuchen durch Spaß zu kaschieren. Wie gesagt, schon diese Reizüberflutung, laute Musik, bunte Farben, viele, viele Menschen, neue Erfahrungen. Oder man macht etwas Extremes, einen Extremsport oder was auch immer. Also man versucht irgendwie dieses Gefühl, etwas sollte verändert werden, zu betäuben. Und das macht man so lange, bis diese Erschütterung, die nach einer gescheiterten Beziehung kommt, so abgeebbt ist, sich beruhigt hat und dann ist man auch wieder in der Lage, sich einen neuen Partner zu suchen. Und was macht man dann? Dann macht man genau denselben Scheiß in der Beziehung, genau dieselben Fehler, man sucht sich genau denselben Partner und so weiter. Dieses Verhalten ist übrigens auch der Grund, warum man aus einer Beziehung in die andere stolpert und die aus demselben Grund scheitert oder aus einem ähnlichen Grund und dann stolpert man wieder in die andere Beziehung, die genauso abläuft. Weil man sich nicht die Zeit nimmt, sich damit zu beschäftigen, warum man überhaupt so einen Partner wählt. Was sind die Ursachen dafür? Warum fühle ich mich attraktiv? Warum fühle ich mich hingezogen zu dieser Art von Menschen? Was kann der Grund dafür sein? Und diese Analyse, diese Charakteranalyse, kann lange dauern. Das kann mehrere Monate dauern. Es kann sogar mehrere Jahre dauern. Das ist aber sehr, sehr wichtig, denn wenn man das nicht tut, wird man immer in eine unglückliche Beziehung stolpern. Es ist nicht so, dass man durch Glück und Zufall dann plötzlich den passenden Partner für sich gefunden hat. Das geschieht nicht so. Die Partnerwahl, da sind sehr, sehr komplexe Mechanismen, die dahinter stecken. Und ich werde das mal in einem anderen Video erklären. Ganz grob gesagt, man kann nicht in eine glückliche Beziehung stolpern. Man trainiert sich darauf und man analysiert sich. Man wird zu einem besseren Menschen, indem man sich die Zeit nimmt, über seine Fehler, über seine Charakter, aber nicht nur über die Fehler, auch über die guten Dinge nachzudenken. Einer der Gründe, warum man Angst davor hat, alleine zu sein,
ist, dass man alleine sein mit einsam sein verwechselt. Das sind aber ganz unterschiedliche Dinge. Es gibt da dieses wunderbare Zitat, was mir sehr gefällt. Wer sich selbst zum Freund macht, wird nie wieder einsam sein. Ich habe Familie, ich habe Freunde, ich habe eine Freundin, aber ich verbringe immer noch sehr, sehr, sehr viel Zeit alleine mit meinen Gedanken, weil es sehr wichtig für mich ist, weil ich in dieser Zeit mich mit dem beschäftigen kann, was wirklich nur mich angeht, nur mich interessiert. Ich gehe auch raus, ich rede mit meiner Freundin, ich rede mit meinem Freund und mit meiner Familie über diese Sachen. Aber das ist was anderes, das ist eine andere Form der Reflexion. Sie ist auch sehr wichtig, aber man kann nicht alles nur darauf beziehen, nur auf diese, man kann nicht alles von dieser Art der Reflexion abhängig machen. Es ist sehr wichtig, dass man auch sich selber besinnt und reflektiert. Und oft kommen dann ganz andere Gedanken auf, als wenn man es mit anderen Menschen tut. Wenn man mit anderen Menschen redet, ist man oft noch dadurch abgelenkt, dass man sich Sorgen darum macht, wie man etwas formuliert, wie man den Menschen entgegentritt, dass man ja nicht ins Fettnäpfchen tritt oder so. Das sind alles Gedanken, die vom Wesentlichen ablenken. Das hat man nicht, wenn man alleine ist. Das Geheimnis beim Alleinesein besteht darin, dass man nicht die ganze Zeit alleine ist und dass man auch nicht die ganze Zeit unter Menschen ist. Es muss ein Gleichgewicht sich einstellen. Aber wie könnte man jetzt das Alleinesein praktizieren? Ich kenne da einige Tipps, Tricks, einige Praktiken und ich werde dir jetzt einige hier verraten. Meditation. Das Meditieren, die Meditation ist das sich zurückziehen aus der Außenwelt in seine Innenwelt. Genau das, worum es hier geht. Es ist das sich abschalten von äußeren Reizen, von äußeren Einflüssen sowie von Gedanken, die vom Außen bestimmt sind, beeinflusst sind. Es ist das Konzentrieren auf das Wesentliche, beziehungsweise das Konzentrieren auf bestimmte Reize. Nicht auf alles. Wir werden täglich von allen Reizen, möglichen Reizen überflutet. 60.000 Gedanken kursieren im Laufe eines durchschnittlichen Tages durch unsere Köpfe. Das kann einen wirklich verrückt machen, wenn man sich nicht zurückzieht. Nimm dir ein Tagebuch. Schreib ein Tagebuch. Mach Tonaufnahmen. Was weiß ich. Mach irgendetwas, wo du dich nur mit deinen Gedanken beschäftigst. Und es lohnt sich, die Gedanken aufzuschreiben, da Gedanken manchmal sehr produktiv sein können, tolle Ideen können entstehen. Die werden sehr schnell vergessen. Schreib es dir auf. Oder mach in deine Kunst. Und Kunst ist nicht nur malen, Kunst ist nicht nur ein Musikinstrument spielen. Alles, was man kreativ tut, ist Kunst. Eine andere Möglichkeit, sich das Alleinsein erträglich zu machen, ist es, Interessen zu finden, Hobbys zu haben. Ich sage nicht gern das Wort Hobbys, ich mag das Wort Hobbys nicht, weil Hobbys bedeutet, dass man es nur dann macht, wenn man Freizeit hat oder was auch immer. Interessen. Die Interessen können auch beruflich sein. Wenn man sich für seinen Beruf interessiert, noch viel besser. Dass man sich mit vielen, vielen Dingen beschäftigt. Ich finde mich interessant. Und ich habe immer etwas zu tun. Ich kann immer über etwas Interessantes nachdenken oder etwas Interessantes lesen. Nimm einen Zettel und schreibe dir alle deine Interessen auf. Alles, wofür du dich interessierst. Du musst diesen Zettel jemandem zeigen, wenn da irgendwelche komischen Dinge da drauf sind. Ganz egal, das ist für dich, das ist nur für dich. Schreib das auf, schau es dir an. Das sind die Themen, die du interessant findest. Beschäftige dich damit. Kauf dir Bücher zu den Themen. Schau dir irgendwelche Videos zu den Themen an. Schreibe etwas zu diesen Themen. Sei kreativ. Und du wirst merken, verdammt, alleine sein kann sehr, sehr produktiv sein. Ich muss nicht immer nur Party machen, unter die Menschen rausgehen. Ich muss nicht die ganze Zeit neben meinem Partner verbringen. Ein Grund, weshalb viele Beziehungen zu Bruch gehen, ist, weil man es nicht erträgt, alleine zu sein und immer, immer neben dem anderen Partner sein muss. Und das hält der Partner nicht aus. Das geht irgendwann total auf die Nerven. Und jetzt, um dieses Video abzuschließen, möchte ich nochmal kurz zusammenfassen. Alleine sein ist nicht einsam sein. Um alleine zu sein, um das sich erträglich zu machen, solltest du dich zu 100% akzeptieren, so wie du bist, dich selber lieben lernen,
alle deine guten Seiten, alle deine Makel akzeptieren, so machst du dir das Alleinsein erträglich. Mach dir das Alleinsein interessant. Mach dir eine Liste mit all den Sachen, die dich interessieren. Such die besten heraus, arbeite sie heraus, schreibe ein Tagebuch. Beschäftige dich mit deinen Gedanken, das, was wirklich nur deins ist. Meditiere. Sei es jetzt Sitzmeditation oder Meditation in der Bewegung, während einer Sportart, Kampfkunstart, was auch immer, was du machst. Solange du dabei alleine bist, ist das auch eine Form von Meditation. Kunst, male ein Bild, schreibe ein Lied, schreibe einen Roman. Ich habe keine Langeweile, weil ich immer etwas zu tun habe. Mach das auch. Mache dir dein Leben interessant. Mache dich unabhängig von anderen Menschen. Viel Spaß dabei. Und falls dir auch dieses Video gefallen hat, dann vergiss bitte nicht, eine positive Bewertung abzugeben und, wenn nicht schon geschehen, den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.